Sascha Rita so lacht, dann haben die Königsblauen einen Sieg geholt, aber eher einen der etwas anderen Art. Mit Fabian Giefer haben die beiden Schalker Profis heute Kumpelkisten zu einer Gelsenkirchener Anlaufstelle gebracht und damit 270 Flüchtlinge unterstützt. Man hört nur aus Funk und Fernsehen von der ganzen Flüchtlingsthematik. Und jetzt sich heute auch mal ein Bild hier zu machen, was für Kräfte da entwickelt werden, gerade bei den Helfern, aber auch bei den Leuten, die halt eine Riesenreise auf sich nehmen, das ist schon beeindruckend. Und jetzt bei der Situation ist es natürlich noch mal akuter und wir freuen uns, wenn wir helfen können. Kleidung für Jung und Alt, Spielzeug für Kinder, aber hauptsächlich Wintersachen und warme Decken haben die vornehmlich aus Syrien stammenden Flüchtlinge bekommen. Für Viola Thiel von Schalke Hilft sind solche Gelegenheiten ein Paradebeispiel für die Schalker Unterstützung mit den Kumpelkisten. Gerade bei den Witterungen, es werden Decken benötigt und so weiter. Und ja, wir freuen uns, dass wir solche Spenden natürlich auch generieren konnten, um die hierhin weiter zu verbringen. Gutes zu tun und Menschen, die in Not geraten sind und hier in unseren Ländern vor allem Asyl suchen, zu helfen und zu unterstützen. Sascha Rita und Fabian Giefer haben sich wohlgefühlt. Die Wärme und die Dankbarkeit in den Augen der Menschen gibt viel zurück und sagt oft mehr als ein Dankeschön. Das weiß Heimkoordinatorin Shaima Al-Janabi. Es ist eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl, weil ich eigentlich sagen kann, dass es so positiv ist. Also man kriegt dieses Gefühl, was man den Leuten mitgibt, das kriegt man einfach zurück. Man sieht einfach, die bedanken sich, die sind herzlich, die freuen sich. Das ist ein ganz anderes Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Als kleine Überraschung noch obendrauf hat der FC Schalke 04 Freikarten verteilt. Für die nächste Partie am Donnerstag gegen Nikosia. Und spätestens dann sind alle Schalke-Fans.